Ja, herzlich willkommen zum vierten Termin in unserer Veranstaltung. Wir machen da genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich mit den zentralen Elementen der Wachstumsmodelle. Dazu quasi nochmal ein kurzer Recap. Diese drei Punkte hier, die hatten wir in der letzten Veranstaltung erledigt. Wir wollen uns jetzt auf den Modelle für den Arbeitsmarkt, auf Modelle für Konsum- und Investitionsverhalten und auf eine kurze Zusammenfassung fokussieren. Versuch quasi Sie nochmal oder euch nochmal direkt da abzuholen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, oder nochmal so eine kurze Einführungszusammenfassung zu geben. Wir haben gesagt, dass wir uns am Anfang mit Wachstumsmodellen mit den folgenden endogenen Variablen beschäftigen wollen, wobei endogene Variablen eben die Variablen sind, die durch Mechanismen innerhalb des Modells determiniert sind und deren Variation nicht wir von außen exogen ins Modell reinstecken. Das war der Wachstum des Kapitalstocks, die Profitrate, der Reallohn und der Konsum. Und weil wir ja für jede endogene Variable eine Modellgleichung brauchen, brauchen wir hier eben derer vier, also vier Modellgleichungen. Und diese Modellgleichungen ziehen wir aus der Betrachtung von drei Bereichen, die eigentlich in allen Wachstumsmodellen drin sind. Das ist zum einen der Firmensektor, in dem wir Entscheidungen über die Produktion, insbesondere Entscheidungen über die verwendete Produktionstechnik modellieren. Das war das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Dann kommt diesmal dazu eine Betrachtung des Haushaltssektors, wo wir uns anschauen, wie Haushalte entscheiden, wie viel von ihren Einkommen sie konsumieren und wie viel sie sparen. Und zuletzt eben eine Betrachtung des Arbeitsmarktes, wo es eben darum geht, dass die Haushalte entscheiden, wie viel Arbeit sie anbieten, die Firmen entscheiden, wie viel Arbeit sie nachfragen, beziehungsweise welchen Lohn sie der Arbeit eben bieten wollen. Und dann gibt es natürlich die entsprechenden Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen. Und genau hier machen wir jetzt eben diesmal, also in dieser Session weiter. Starten wollen wir dabei jetzt mit dem Arbeitsmarkt, was wirklich eine der einfache, eigentlich mit die einfachste, das einfachste der drei Aspekte ist, zumindest in seiner in der einfachen Betrachtung, auf die wir uns hier fokussieren werden. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt aber auch wahrscheinlich der Bereich, wo wir die größten paradigmatischen Unterschiede sehen und wo sich aber auch in den letzten Jahren mit am meisten gemacht hat. Aber um all auch diese neueren Entwicklungen irgendwie verstehen zu können, müssen wir die grundlegende Beschreibung des Arbeitsmarktes, so wie wir es hier jetzt tun, drauf haben, und deswegen starten wir jetzt auch direkt mit der Betrachtung von den Standardmodellen für den Arbeitsmarkt in einem Wachstumsmodell. Um den Arbeitsmarkt zu verstehen, müssen wir als Ökonominnen natürlich die Arbeitsnachfrage und das Arbeitsangebot kennen. Starten wir mal mit der Arbeitsnachfrage und unterscheiden wir dabei den Fall, wo die Managerinnen eine Produktionstechnik wählen müssen oder wo sie das nicht tun müssen. Wir starten mit dem Fall, wo sie das nicht tun müssen, also wo wir entweder davon ausgehen, sie haben die Produktionstechnik bereits gewählt, oder es gibt einfach nur eine Alternative. Und dann würden wir uns als nächsten Schritt eben fragen, gegeben diesen Fall ist, woran bemisst sich nun die Nachfrage nach Arbeit, also die Anzahl der Arbeiterinnen, die Managerinnen einstellen wollen. Stellen wir uns nun vor, Managerin hat vom Kapitalisten ihre Kapitalausstattung bekommen, und sie weiß auch, wie viel sie herstellen möchte. Es braucht jetzt dafür die Arbeiter. Sprich, woran bemisst sich diese Nachfrage? Naja, zum einen natürlich daran, wie viel Kapital sie hat, denn sie würde ja niemanden einstellen, den sie nicht mit Kapital ausstatten kann, beziehungsweise selbst wenn Kapital selbst produktiv ist, würde sie niemanden einstellen, der von der Arbeitsmenge nicht dazu passt. Und es hängt natürlich ab von der Kapitalintensität, also das Kapital, was sie pro Arbeiter braucht. Das, was wir als klein k beschrieben haben. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann sehen wir, dann ergibt sich daraus ganz logisch, dass die Nachfrage nach der Arbeitskraft gegeben ist durch den Quotienten von k und klein k, beziehungsweise groß x und klein x. Das ist jetzt, wie gesagt, in der einfachsten Variante. Das macht die Sache schon massiv unspektakulär. Also wenn wir uns jetzt hier den uns bekannten Graphen anschauen, wo wir auf der Y-Achse den Lohn haben, auf der X-Achse die Menge der Arbeitskraft, und wir wollen jetzt hier einzeichnen die Menge der nachgefragten Arbeit
Ja, was machen wir dann? Wir suchen uns quasi diesen Punkt hier oben. Wir tragen den da unten ein und ziehen eine Linie nach oben. Ja, das ist quasi die nachgefragte Arbeit. Vielleicht kurze, weil Sie es vielleicht komisch finden, dass hier dieses Groß-K durch Klein-K auf dieser X-Achse abgetragen wurde. Ja, stellen Sie sich vor, Sie können das ja auch einfach hier so darstellen. Und hier kürzt sich das natürlich entsprechend raus, dass wir dann eine Menge von Arbeiterinnen bekommen. Ja, hier könnte man jetzt noch eintragen, was quasi die korrespondierende Menge von der Arbeitsproduktivität ist. Allerdings ist doch insgesamt, müssen wir noch zugeben, dass es eine relativ unspektakuläre Darstellung ist, wonach sich die Nachfrage nach Arbeit betrifft. Das heißt, sprich, Nachfrage nach Arbeit ist determiniert dadurch, welche Produktionstechnik hier vorher gewählt wurde. Und hier Erinnerung daran, wir wählen, gehen hier schon davon aus, dass die Wahl der Produktionstechnik bereits stattgefunden hat. Was ist, wenn Wahl der Produktionstechnik noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise es viele verschiedene Produktionstechniken zur Auswahl gibt, also quasi die Managerin noch sozusagen aus einem Portfolio von verschiedenen Produktionstechniken wählen kann? Dann schaut die Sache ein bisschen ab, denn dann hängt die Nachfrage nach Arbeit natürlich auch von der Wahl der Produktionstechnik ab. Warum? Erinnern wir uns, die Entrepreneure wählen ja die profitmaximierende Produktionstechnik aus, weil sie sich im Wettbewerb mit anderen Managerinnen befinden um das Kapital der Kapitalistinnen und die geben ihr Kapital dahin, wo der Profit am höchsten ist. Dementsprechend versuchen die Managerinnen dann größtmöglichen Profit zu erstellen. Wir hatten ja dann auch bereits diesen Trade-off zwischen kapitalintensiver und arbeitsintensiver Produktion. Und hatten dabei ja schon festgehalten, dass wenn die Löhne verhältnismäßig hoch sind, die Managerinnen natürlich versuchen, teure Arbeit durch relativ günstigeres Kapital zu substituieren und dementsprechend kapitalintensivere Techniken zu verwenden. Und wenn sie das tun, dann führt das natürlich dazu, dass die Nachfrage nach Arbeit sinkt. Ja? Also hoher Lohn, hoher Anreiz zur Automatisierung bzw. zur Ersetzung von Arbeit durch Kapital führt dazu, dass die Arbeitsnachfrage sinkt. Macht die ganze Sache noch nicht unfassbar komplex. Wir haben hier wieder unser Diagramm, wo wir auf der Y-Achse den Lohn haben, X-Achse die Anzahl der Arbeiter, genau wie vorher. Nur haben wir eben nicht, vorher erinnern sich, da hatten wir hier einfach die Arbeitsnachfrage als gerade Linie. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt die Arbeitsnachfrage als eine fallende Linie, denn je höher der Lohn, desto niedriger, also je weiter wir hier nach oben gehen, desto weiter gehen wir auf der X-Achse nach links. Denn jetzt ist der Zusammenhang zwischen Lohn und Anzahl der nachgefragten Arbeiterinnen negativ, sprich höherer Lohn, geringere Nachfrage nach Arbeitskraft. Wir können das Ganze dann eben in entsprechender funktionaler Form darstellen. Die Beschreibung dieser Zusammenhänge ist in den Paradigmen sehr, sehr unterschiedlich, insbesondere wenn es darum geht, das Ganze irgendwie mikro zu fundieren. Und dementsprechend gibt es da sehr viele unterschiedliche Varianten, wie man das darstellen kann. Im Folgenden wollen wir uns jetzt, nachdem wir diese relativ unspektakuläre Darstellung der Arbeitsnachfrage gesehen haben, also wo wir schon sehen, so die Arbeitsnachfrage wird eigentlich vor allem in der Produktionssphäre bestimmt, gar nicht so sehr auf dem Arbeitsmarkt, sondern vielmehr in der Produktionssphäre. Wir wollen jetzt überlegen, wie sich das Arbeitsangebot dazu verhält und dabei auch immer zwischen diesen beiden Fällen entscheiden, wo es quasi die Möglichkeit der Wahl einer Produktionstechnik gibt. Und wo das nicht der Fall ist, wenn das denn eine Relevanz hat. Denn danach unterscheiden sich dann eben auch die Modelle, je nachdem, für welchen Fall sie geeignet ist. Sprich, nächster Schritt, woran bemisst sich eigentlich das Arbeitsangebot? Sprich, die Arbeit, die durch die Haushalte und Privatpersonen, Arbeiterinnen angeboten wird. Starten wir also mit dem ersten Modell, was uns quasi auch
Informationen über das Arbeitsangebot gehen würde. Als ich das erste Mal über das Modell gelesen habe, dachte ich, okay, hey, das ist jetzt ein schlechter Witz. Er ist ein bisschen zu einfach eigentlich. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, macht es eigentlich schon Sinn. Denken Sie sich jetzt ein bisschen zurück. Erinnern Sie sich an die Vorlesung zur Wirtschaftsgeschichte, insbesondere den Teil zur ökonomischen Klassik und zum Teil von Thomas Malthus. Ne? Denn erinnern Sie vielleicht in der ökonomischen Klassik, da wurde der Reallohn in der Regel als exogen gegeben angenommen. Und dieser exogen gegebene Reallohn hat dann natürlich zum einen die Arbeitsnachfrage bestimmt, nach den Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, aber eben auch das Arbeitsangebot. Warum auch das Arbeitsangebot? Damals zentral war ja eine Betrachtung des Bevölkerungswachstums bzw. der Bevölkerungsgröße. Und da wurde ja argumentiert, dass die Bevölkerungsgröße maßgeblich dadurch bestimmt ist, wie viele Kinder sich die Leute leisten können. Das wiederum hängt vom Reallohn ab, sprich hoher Reallohn, hohe Anzahl von Kindern, hohes Arbeitsangebot, weil einfach viele Leute zum Arbeiten da waren. Geringer Reallohn, dadurch kennzeichnet, die Leute haben weniger Kinder, können sich weniger leisten, sterben früher etc. Es gibt ein geringeres Arbeitsangebot. Das war ja auch, was wir damals schon gesagt haben, für heutiges Denken erstmal, insbesondere wenn man so ein bisschen im neoklassischen Rahmen aufgewachsen ist, erstmal unintuitiv, aber in sich dann eigentlich doch wieder stimmig. Und die Implikation des Ganzen war, dass in der langen Frist das Arbeitsangebot gegeben wurde durch den Subsistenzlohn, weil das eben der Lohn ist, der sich durch Überlegungen der Kapitalistinnen herausgibt. Und dementsprechend ist dieser Lohn sozusagen exogen über die Bevölkerungsgröße oder ist dieser Lohn exogen gegeben und er wird sich exogen eben auf in der Regel angenommen als Subsistenzlohn. Ne? Wenn ihr euch an diese Logik nicht mehr so gut erinnern könnt, dann denke ich, lohnt sich nochmal ein Blick auf Termin 5 in der Veranstaltung zur Wirtschaftsgeschichte, wo wir uns ja sehr ausführlich mit Thomas Malthus und seiner Theorie zum Bevölkerungswachstum und das da mit dem daraus resultierenden Wachstumsmodell beschäftigt haben. Er ist sicherlich derjenige, der sich am ausführlichsten mit dem Zusammenhang zwischen Lohn und Bevölkerungswachstum auseinandergesetzt hat, aber zum Beispiel auch Ricardo und Adam Smith und John Stuart Mill haben diesen Zusammenhang ins Zentrum gestellt und sich dabei sehr stark oft an Thomas Malthus orientiert. Insgesamt, wenn Sie sich damit beschäftigen, dann werden Sie viele verschiedene Begründungen geben, warum das Arbeitsangebot horizontal ist und durch diesen sogenannten Conventional Wage gegeben ist und auch im Weiteren horizontal verläuft. Das ist übrigens auch häufig zu finden bei Autorinnen, die sich nach Ende der ökonomischen Klassik sehr stark auf die ökonomische Klassik beziehen. Bei Arthur Lewis war das zum Beispiel so, das hatten wir im Termin 2 der Wirtschaftsgeschichte, das war sein Zwei-Sektoren-Modell, wo es einen großen traditionellen Sektor gibt, aus dem die Arbeitskräfte dann Stück für Stück in einen moderneren Sektor gehen, wo sie durch einen höheren Lohn angezogen werden. Und das Ganze so lange funktioniert, wie in dem traditionellen Sektor eben sozusagen eine ausreichend große Reservearmee der Arbeiterinnen vorhanden ist, sodass immer größere Nachfrage nach Arbeit im modernen Sektor ohne Probleme bedient werden kann. Diese Reservearmee war zum Beispiel auch bei Marx das Argument, warum das Arbeitsangebot horizontal dauerhaft verläuft. Wenn wir jetzt in dem Fall sind, dass es nur eine Produktionstechnik gibt, dann können wir mit Hilfe von diesem Conventional Wage Modell den Lohn bestimmen und daraus ergibt sich dann auch der Wert für die Gesamtproduktion und die Anzahl der Arbeiterinnen. Wir können uns das hier jetzt nochmal genau angucken. Wieder der gleiche Graph, den wir vorher auch hatten. Und das hier ist unser Conventional Wage. Ja, der determiniert sozusagen das Arbeitsangebot. Hier können wir jetzt einfach eintragen, was wir vorher als Arbeitsnachfrage hergeleitet haben in den Slides davor. Im Falle von nur einer Produktionstechnik eben die vertikale Linie. Bei mehreren Produktionstechniken hatten wir diese fallende Linie, fallende Arbeitsnachfragefunktion. Und in jedem Fall ist es eben so, dass wir hier einen eindeutigen Schnittpunkt dann haben, der den Arbeitsmarkt sozusagen dann räumt. Ja?
Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze oder wir verwenden diese Modelle hier, um neue Modellgleichungen für unser Wachstumsmodell zu bekommen. Und das Conventional Wage Model gibt uns eine neue Gleichung. Die Gleichung ist jetzt vielleicht erstmal maximal ja, trivial auf den ersten Blick, aber die schaut einfach so aus. Ja, der Lohn ist gleich dem Conventional Wage. Das ist natürlich jetzt in dem Sinne ein was heißt mieser Trick. Es ist halt so, ne? Das hier ist dann eine exogene Variable, die hinzukommt. Ja? Also wir haben sozusagen eine zusätzliche exogene Variable, die es uns aber erlaubt, diese endogene Variable zu erklären. Ja, das ist natürlich okay. Ja? Wir haben dann quasi vier weiterhin unsere vier endogenen Variablen. Wir haben eine zusätzliche Modellgleichung, die hier. Ja? Uns sagt ja niemand, dass wir für die zusätzliche Modellgleichung nicht auch eine zusätzliche exogene Variable herbringen können. Das soll jetzt in dem Fall die hier. Ja? Dadurch haben wir dann ausreichend oder eine Modellgleichung mehr. Wir können dann hieraus auch genau, das habe ich jetzt gerade hier schon gesagt, daraus können wir dann auch sowas wie die Profitrate ableiten und einfach alles, was dann noch fehlen würde, wäre quasi der Konsum und der Wachstum des Kapitalstocks. Aber Konsum und insbesondere auch Wachstum des Kapitalstocks bestimmt sich danach, wie viel gespart und wie viel konsumiert wird. Und naja, das ist eh eine Sache, die im Haushaltssektor geklärt wird. Das heißt, wir wären jetzt mit diesem Modell ja eigentlich schon auf dem Arbeitsmarkt fertig und gut unterwegs. Klar, jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja gut, da haben wir damit was gewonnen. Jetzt haben wir natürlich sozusagen den Burden of Explanation verschoben hier auf diesen Conventional Wage. Aber gut, das ist was, wo wir uns dann in komplexeren Modellen mit auseinandersetzen können. Das wäre auf jeden Fall, dieses klassische Conventional Wage Modell zu verwenden, wäre auf jeden Fall ein Weg hin zu einer Gleichung in unserem Wachstumsmodell mehr. Wollen wir uns jetzt eine Alternative zu diesem klassischen Conventional Wage Modell angucken, nämlich ein neoklassisches Full Employment Modell. Dieses Modell ist einfach von der Erklärung, also ist ähnlich simpel, aber von der Erklärung, von der Logik hinter der Erklärung ein bisschen anders. Hier in dieser Art von Modellen ist es nicht der Reallohn, sondern das Arbeitsangebot, was exogen gegeben ist. Also, das heißt, hier wird der Reallohn nicht als exogene Variable hinzugefügt, aber das Arbeitsangebot ist mehr oder weniger indirekt exogen gegeben. Warum? Hier ist es so, dass die Haushalte eine unelastische Menge an Arbeit anbieten, und zwar die Menge, die sie eben zum Überleben brauchen. Und dementsprechend ändert sich die Menge, also das Arbeitsangebot, oder als Reaktion auf eine exogene Änderung in der Bevölkerungsgröße. Ne? Also das heißt, strikt genommen ist das, was jetzt hier steht, das Arbeitsangebot, das exogen gegeben ist, nicht hundertprozentig, ne, was exogen gegeben ist. Ist die Änderung der Bevölkerungsgröße und die Bevölkerungsgröße bestimmt dann sozusagen über dieses Argument, dass die Arbeiter eine unelastische Menge an Arbeit anbieten, eben dann das Arbeitsangebot. Ist so ein bisschen derselbe Trick wie gerade eben bei dem Conventional Wage Modell, wo man halt gesagt hat, na gut, der Lohn wird gegeben durch den exogenen Conventional Wage. Genauso wird hier eben das Arbeitsangebot gegeben durch die exogen gegebene Änderung der Bevölkerungsgröße. Das können wir jetzt schön in unserem Diagramm hier angeben. Hier hätten wir einen Fall, sehen wir, wie das aussieht. Ja, wir haben das inelastische Angebot von Arbeit. Und wenn es jetzt zu einer exogenen Änderung der Bevölkerungsgröße kommt, dann haben wir einfach ein anderes Level von der exogenen angegebenen von dem exogenen angegebenen Arbeitsangebot. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wo ist jetzt hier die Arbeitsnachfrage? Na, damit wir hier zu einem Gleichgewicht kommen, muss hier das Arbeitsangebot irgendwie mit der Arbeitsnachfrage gematcht werden. Die Arbeitsnachfrage hängt, wie gesagt, ab vom Kapitalstock. Und die Idee bei dem Full Employment Modell ist halt, na okay, wir gehen davon aus, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt, deswegen Full Employment Modell. Das heißt, die Arbeitsnachfrage passt zum Arbeitsangebot genau dann, wenn der Kapitalstock sich genauso verändert wie die Bevölkerung, weil die Bevölkerung ist ja das,
letztendlich, was das Arbeitsangebot bestimmt. Das heißt, wenn der Kapitalstock mit der gleichen Rate n wächst wie die Bevölkerung, dann haben wir hier einen tatsächlich geräumten Arbeitsmarkt. Das heißt, ganz ähnlich wie in dem Conventional Wage Modell können wir es uns jetzt hier in dem Sinne einfach machen und als zusätzliche Modellgleichung einfach gleichsetzen des Wachstums vom Kapitalstock und das exogen gegebene Bevölkerungswachstum und können dann sozusagen durch das Bevölkerungswachstum exogen festsetzen, wie der Kapitalstock wächst und dadurch eben wieder eine endogene Variable sozusagen abhaken. Wie können wir das machen? Wir können hier das Verhältnis quasi der Arbeitsnachfrage in T plus 1 durch T nehmen, das in Beziehung setzen durch die Änderungen im Kapitalstock, der wiederum bestimmt, was die Arbeitsnachfrage ist. Die setzen wir gleich mit dem Arbeitsangebot. Das Arbeitsangebot wird bestimmt durch die Änderungen im Kapitalstock. Der wird wiederum bedingt durch das Bevölkerungswachstum, weswegen wir hier diese beiden Werte gleichsetzen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es tatsächlich auch immer zum Full Employment kommt, kann man das sogar noch weiterverwenden. Denn in einem Gleichgewicht wäre es dann so, dass sich hier die Kapitalintensität mit der Zeit nicht mehr ändert. Und wir könnten das Ganze hier noch weiter vereinfachen. Hier dieses N, das ist eben das exogen gegebene Bevölkerungswachstum. Und wir haben hier dann eben den Wachstum des Kapitalstocks dadurch bestimmt, dass wir ihn gleichsetzen mit diesem exogen gegebenen Bevölkerungswachstum. Jetzt können Sie sagen, okay, hier geht es um den Arbeitsmarkt. Wir setzen jetzt irgendwie das Wachstum des Kapitalstocks gleich mit dem Bevölkerungswachstum. Ist das nicht ein bisschen komisch? Naja, die zentrale Annahme ist ja, dass wir quasi Full Employment haben. Und auch wenn man jetzt intuitiv gedacht hätte, okay, durch die Modellgleichung, die wir hier fokussieren, wird irgendwie der Lohn bestimmt. Nein, es ist eben hier das Wachstum des Kapitalstocks. Der Lohn ergibt sich dann durch den Wachstums- und Verteilungsplan, den wir ja vor 2 Wochen kennengelernt haben. Das zumindest im Falle, wenn hier keine Wahl der Produktionstechnik eine Rolle spielt. Das heißt, in diesem neoklassischen Full Employment Modell, was wir eigentlich haben, sind meines Erachtens eigentlich 2 Annahmen. Also zum einen hier, exogene Wachstumsrate für die Bevölkerung und dann eben die Annahme, dass es quasi Full Employment geben muss. Und wenn das so ist, dann muss der Kapitalstock genauso wachsen wie die Bevölkerung, weil wenn der Kapitalstock schneller wachsen würde, dann wäre Kapital nicht verwendet und die Arbeitsnachfrage wäre größer als das Arbeitsangebot. Wenn das Bevölkerungswachstum größer ist, gibt es sozusagen zu großes Angebot an Nachfrage und zu wenig Nachfrage. Das heißt, in dem Fall gäbe es dann eben Arbeitslosigkeit. Das kann nicht sein und deswegen muss dieser Zusammenhang nach Logik gelten. Das heißt, eigentlich ist so die zentrale erklärende Annahme das Full Employment in dem Sinne, dass es keine Arbeitslosigkeit und kein ungenutztes Kapital gibt. Also auch hier eigentlich eine ganz, ganz ähnliche Logik wie bei dem Conventional Wage Model. Was jetzt spannend ist, ist, dass die ganze Sache ein bisschen anders aussieht, wenn wir uns die Situation betrachten, wenn es hier eine Wahl zwischen verschiedenen Produktionstechniken gibt. Ja. Hier können wir jetzt nämlich die Annahme, dass die Wachstumsrate des Kapitalstocks gleich dem des exogen gegebenen Bevölkerungswachstums sind, können wir jetzt erstmal zurückstellen und nochmal mit einem frischen Blick auf die Sache gucken, weil wir nämlich durch die Anpassung der Produktionstechniken jetzt hier einen neuen Freiheitsgrad drin haben, der uns auf eine andere Art und Weise das Full Employment sicherstellen lassen kann. Es ist nämlich so, dass bei einem Überangebot von Arbeit der Lohn natürlich sinken würde. Und wenn wir einen sinkenden Lohn haben und die Entrepreneur oder Managerin eine Wahl haben bei der Produktionstechnik, dann würden sie ja zu einer weniger kapitalintensiven Produktionstechnik führen, weil wenn sie dann Kapital durch günstigere Arbeit ersetzen können, können sie ja höhere Profite machen und das würden sie auf jeden Fall machen. Das heißt, in diesem Fall würde
die Vollbeschäftigung nicht dadurch sichergestellt, dass der Kapitalstock genauso wächst wie das Bevölkerungs wie die Bevölkerung und damit das Arbeitsangebot, sondern über die Wahl der Produktionstechnik durch die Entrepreneure. Das können wir uns hier in dem Plot nochmal sequenziell anschauen. Stellen Sie sich vor, das hier ist der negative, oder das ist jetzt hier der negative Zusammenhang zwischen zwischen der Höhe des Lohnes und der Arbeiter, wo wir gesagt haben, wenn es einen hohen Lohn gibt, wird weniger Arbeit nachgefragt, weil dann eben eine kapitalintensivere Produktionstechnik verwendet wird. Wenn es einen niedrigen Lohn gibt, bewegen wir uns weiter nach hier, dann wird eine arbeitsintensivere Produktionstechnik gewählt. Nehmen wir jetzt mal an, es ist der Fall, dass wir hier das Arbeitsangebot zum Zeitpunkt 1 haben. Das ist eine Situation, die korrespondiert mit einem relativ hohen, oder sagen wir mal hier mit einem relativ hohen Lohn. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Lohn würde sinken, weil es ein Überangebot von Arbeit gibt. Dann bedeutet, ist es ein Anreiz für die Entrepreneur oder Managerin, zu einer kapitalintensiveren zu einer weniger kapitalintensiven Produktionstechnik zu wechseln, und dementsprechend hier unten dann auch mehr Arbeit, nachzufragen. Ne? Und dieser Zusammenhang, den können wir natürlich auch verwenden, quasi um eine zusätzliche Modellgleichung zu generieren, als Alternative zu der Gleichsetzung von Bevölkerungswachstum und Wachstum des Kapitalstocks aus der Überlegung davor. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit der Wahl einer Produktionstechnik im Full Employment Modell haben, dann können wir das darüber lösen, dass eben diese Wahl der Produktionstechnik Full Employment sicherstellt. Und weil diese Wahl der Produktionstechnik eben darauf hinausläuft, dass die Managerin wählen, wie viel Arbeit sie durch Kapital substituieren wollen, können wir das Ganze darstellen als eine Gleichung, in der die Kapitalintensität in Abhängigkeit vom Lohn gewählt wird. Ne? Und hier in dem Fall, was wir jetzt hier wieder exogen haben, ist das N, und das ist die exogen bestimmte Bevölkerungsgröße beziehungsweise das exogen bestimmte Arbeitsangebot. Wird, dass wir eben diesmal die Gleichung nicht so formulieren, dass wir das exogene Wachstum der Bevölkerungsrate haben, was dann die Wachstumsrate des Kapitalstocks bestimmt, sondern diesmal ist es die exogen gegebene Bevölkerungsgröße und die bestimmt dann über die Wahl der Produktionstechnik die Nachfrage nach Arbeit. Das heißt, ein bisschen andere Logik oder ein bisschen andere Darstellung, obwohl die Logik ähnlich ist. Und das sind auch tatsächlich sozusagen die ganz basalen Wachstums- oder ganz basalen Arbeitsmarktmodelle, die für einfache Wachstumsmodelle schon ausreichen, weil sie uns ja eben, wie gesagt, schon die zusätzliche Modellgleichung geben, die wir brauchen. Und deswegen war es das tatsächlich mit dem Arbeitsmarkt schon. Das heißt, Sie können sich freuen, das war tatsächlich eine relativ simple Betrachtung davon. Natürlich können Sie sich vorstellen, okay, tatsächliche Arbeitsmärkte viel, viel komplexer sind. Sie können natürlich in so ein Wachstumsmodell auch noch viel, viel komplexere Modelle für Arbeitsmärkte einbauen. Aber wir hatten ja hier gesagt, wir wollen uns Schritt für Schritt dem Ganzen nähern und erstmal mit einer relativ einfachen Darstellung des Arbeitsmarkts starten, die aber dennoch repräsentativ für unterschiedliche Paradigmen und Ansätze sind. An dieser Stelle wollen wir dann also nochmal kurz zusammenfassen, was wir aus der Betrachtung des Arbeitsmarktes bisher gelernt haben. Über die Betrachtung des Arbeitsmarktes bekommen wir in jedem Fall, ganz egal welches der Modelle wir hier auswählen, eine weitere Modellgleichung für unser Wachstumsmodell. Das ist ja genau das, was wir wollten. Und hier haben wir schon drei unterschiedliche Herangehensweisen an die Modellierung des Arbeitsmarktes kennengelernt, die wir unterscheiden können danach, was exogene, endogene Variablen sind, welche Gleichungen bereitgestellt werden. Das war zum einen das Conventional Wage Modell, dann das Full Employment Modell, einmal mit Technologiewahl und einmal ohne. Beim Conventional Wage Modell war es so, dass die neue exogene Variable in dem Conventional Wage lag, die neue endogene Variable, die quasi hinzugefügt wurde,
war dann der tatsächliche Lohn in unserem Modell. Und die Modellgleichung, die eben diese endogene Variable erklärt, ist einfach die triviale Gleichsetzung des Reallohns mit dem exogen gegebenen Conventional Wage. Beim Full Employment Modell ohne Technologiewahl war die neue exogene Variable die Wachstumsrate des Bevölkerungswachstums und die endogene Variable war ja, Wachstum des Kapitalstocks. Und hier war die Logik, wenn es Full Employment geben soll, was wir annehmen in diesem Modell, dann muss der Kapitalstock, also das, was die Nachfrage nach Arbeit determiniert, gleich sein mit dem Wachstum der Bevölkerung, nämlich das, was das Arbeitsangebot determiniert, weil das Arbeitsangebot nämlich inelastisch ist und determiniert wird durch die Bevölkerungsgröße. Das heißt, die Modellgleichung, die wir jetzt hier haben, setzt quasi gleich den Wachstum des Kapitalstocks mit dem Wachstum der Bevölkerung, die eben hier gegeben wird durch die neue exogene Variable. Wir haben gesagt, wenn wir quasi in diesem Full Employment Modell quasi die Technologie zulassen, dann ist die exogen gegebene Variable die Bevölkerungsgröße. Und die endogene Variable ist die Kapitalintensität. Die wird nämlich bestimmt durch die Wahl der Produktionstechnik von den profitmaximierenden Managerinnen. Und die wählen eben bei einer größeren Bevölkerung dann zum Beispiel eine, die dann einhergeht mit einem niedrigeren Lohn, eine kapitalintensivere Produktionstechnik, als wenn zum Beispiel der Arbeitslohn recht niedrig ist. Nee, Quatsch, jetzt hab ich's umgedreht, ne? Wenn die Bevölkerung sehr groß ist und der Lohn sehr niedrig ist, dann wird eine kapitalintensivere Produktionstechnik gewählt. Wenn der Lohn hoch ist, weil die Bevölkerung gering ist, wird eine wenn der Lohn hoch ist, wird eine kapitalintensivere Produktionstechnik gewählt. Wenn der Lohn niedrig ist, weil es eine große Bevölkerung gibt, dann wird eine weniger kapitalintensivere, sondern arbeitsintensive Produktionstechnik gewählt. Und dementsprechend diese Bestimmung der Kapitalintensität über die Kurse der Bevölkerung haben wir durch diese Modellgleichung hier eben beschrieben. Das heißt, alles einfacher, sehr, sehr einfache Repräsentation des Arbeitsmarktes, aber in dem Sinne effektive, denn sie geben uns eine zusätzliche Modellgleichung und die bekommen wir aus dem Haushaltssektor. Disclaimer, da ist es leider nicht ganz so einfach, die einfachstmögliche Variante zu finden wie hier auf dem Arbeitsmarkt, aber es soll ja auch spannend bleiben.